Ganz oft ist es so, dass viele Menschen einfach die Kirche als etwas sehr, sehr Schweres empfinden. Und hier ist einfach ein Punkt, wo wir einfach versuchen, einen neuen Wind wieder reinzubringen, einen frischen Wind auch reinzubringen. Denn Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und dass ihr das Leben in Fülle habt. Und das ist einfach unser Ziel als Christen, wieder einen neuen, einen frischen Wind in die Gemeinden reinzubringen. Wenn ein Zug in die falsche Richtung fährt, dann hilft es nicht, im Zug gegen die Richtung zu laufen. Dann ist die ganze Richtung falsch. Deshalb wollen wir einen Richtungswechsel in unserer evangelischen Kirche. Für Gemeinde heute ist es wichtig, stark den Fokus darauf zu richten, was brauchen die Menschen in unserer Stadt. Wir sagen ganz Ja zu unserer evangelischen Kirche, aber wir sagen nicht Ja zu allen ihren Entwicklungen. Wir sind in der evangelischen Kirche zu Hause, beheimatet, aber unser Horizont ist größer als unsere eigene konfessionelle Grenze. Wir suchen Gemeinschaft, versöhnte Gemeinschaft mit allen Christen, mit allen Kirchen. Die geistliche Gemeindeerneuerung in Deutschland ist eine Bewegung in der evangelischen Kirche. Sie ist Teil eines weltweiten geistlichen Aufbruchs in der Kraft des Heiligen Geistes in allen Kirchen und allen Konfessionen. Wir wollen, dass unsere Kirche wieder eine Kirche wird im Geist ihres Erfinders. Eine Kirche, die erfüllt ist von der Kraft des Heiligen Geistes in allen ihren Bezügen, die ausstrahlt in unsere Gesellschaft. Sind die Gemeindestrukturen in Deutschland genauso alt und massiv wie ihre Häuser? Ein Aufbruch soll geschehen. Werte sollen erhalten bleiben. Doch wie ist das möglich in der heutigen Zeit? Das sind Fragen, die sich die geistliche Gemeindeerneuerung stellt und versucht, mit den Kirchen in Deutschland eine Antwort zu finden. Eine dieser Gemeinden ist die Andreaskirche in Leipzig, die sich auf dem alten Messegelände im sogenannten Pavillon der Hoffnung trifft. Leipzig ist eine sehr vielschichtige Stadt. Es gibt einerseits sehr viel Wirtschaftswachstum, es gibt viele Studenten, es gibt Kultur, aber es ist eben auch eine Stadt, wo es sehr viele arme Menschen gibt. Und das ist so ein Stück, eine Sache, wo wir als Andreasgemeinde gesagt haben, dem wollen wir uns zuwenden. Das heißt, wir haben viele Angebote gestartet und suchen auch immer wieder nach neuen Formen, wie wir Randgruppen erreichen können. Also Randgruppen sind zum einen die wirklich materiell armen Menschen, aber es sind auch die Menschen, die einfach viel Leid erlebt haben. Und da haben wir unterschiedliche Sachen schon angefangen. Zum Beispiel feiern wir ein Weihnachten fürs Volk, so nennen wir das. Das heißt, am 24. Dezember kommen mittlerweile meistens über 300 Menschen. Und das ist was, wo man auch merkt, dass sie spüren, dass das was anderes ist, als das, was sie sonst in der Gesellschaft erleben. Also ich habe erfahren, dass ich mal eine Gemeinschaft genießen kann. Weil Weihnachten wäre sonst für mich alleine mit meiner Tochter. Ja, ich glaube auch keine Freunde oder wir sind mit der Familie alleine. Und ich denke mal, zu Weihnachten möchte eigentlich keiner alleine sein. Genauso ist es auch bei der Arbeit mit den jungen Leuten unserer Gemeinde. Da versuchen wir jetzt Formen zu finden, die nicht komplett anders sind als das, was die jungen Menschen sowieso erleben in ihrem Alltag, sondern die das verbindet, Glaube und das, was den Leuten einfach Spaß macht. Die junge Generation zu erreichen, das ist schon immer ein herausforderndes Thema für die Kirche gewesen. Erst recht in einer Zeit, in der alte Formen nicht mehr ansprechen und neue Medien immer mehr Einfluss gewinnen. Wie bleibt Gott hörbar, wenn alles andere lauter wird? Ganz oben im hohen Norden auf der Insel Sylt ist man mit der Stille vertraut. Außer man ist bei Familie Kössling zu Gast, die ihr Haus für Jugendliche und Familien geöffnet haben. Wir machen hier King's Kids Nordfriesland und wir machen Kinder- und Jugendarbeit und wollen gesellschaftsrelevant hier auf den nordfriesischen Inseln und nahen Festland Leuten helfen,
wirklich Familien, dass sie sich weiterentwickeln können, dass Gaben entdeckt werden, Leute gefördert werden. Ja, wenn man so mit Kindern arbeitet, da geht es nur, wenn man ganzheitlich wirklich das auch lebt. Und dementsprechend ist es einfach ganz viel auch mit verbunden, ja, dass wir unser Haus öffnen, dass wir erreichbar sind, dass Leute bei uns aus- und eingehen, dass wenn wirklich Probleme sind, wir auch ja, da sind, sie begleiten in Krisen. Wenn man dann mit seiner eigenen Kraft daran geht, kommt man schnell an seine Grenzen, wo man auch merkt, wenn Kinder schwierig sind, dass das nicht immer nur nett ist. Und da ist es interessant, wie Gebet und auch ja, Glaube wirklich die Kraft gibt, weiterzugehen, einen Schritt weiter zu begleiten, was mir selbst möglich wäre. Und gerade in diesen Momenten haben wir ganz häufig erlebt, wie die größten Wunder oder Veränderungen stattgefunden haben, wo wirklich auch Kinder merken, Mensch, da ist was, was so relevant ist, das will ich auch. Wir haben leider eine Entwicklung, dass man in Deutschland immer mehr das kritisch sieht, dass man Mission immer auch mit Einengung, dass Glaube eine Sache ist, die andere Leute in eine Richtung hineindrängt. Und man glaubt, dass Toleranz eine letztendliche Wahrheit nicht mehr zulassen kann. Und das ist natürlich eine falsch verstandene Idee von Toleranz, weil tolerant müsste ja sein, dass jeder auch wirklich seinen Glauben leben darf. Aber es ist häufig so, dass die Toleranz gerade da aufhört, wo Leute wirklich was glauben. Ich finde an der GGE gut, dass sie alte Strukturen nicht immer akzeptiert, sondern versucht, neue Wege zu finden, wie man sein Christsein leben kann und eben Gemeinde bauen kann. Die GGE ist für mich das Zusammensein mit Leuten, die gerne in Gottes Nähe leben. GGE, das heißt für mich, eine Gemeinde stellt sich Gott neu zur Verfügung. Kirche im Geist des Erfinders. Eine Bewegung, die die Zukunft der Kirche gestalten kann. Die GGE ist für mich ermutigend. Die GGE ist für mich gelebter Lobpreis. Thomas Mecher ist Sänger der Klussband. Heute spielen sie auf einem Impulstag der geistlichen Gemeindeerneuerung in Hannover. Die GGE veranstaltet regelmäßig solche Impulstage im ganzen Land, um Gemeinden vor Ort zu stärken und neu auszurichten. Eine ähnliche Aktion ist der Gebetstag für Deutschland am 3. Oktober. Heute ist der Tag der Deutschen Einheit. Wir stehen hier auf dem Gaußturm in der Nähe von Göttingen und haben einen wunderbaren Blick in alle Himmelsrichtungen, auch in Richtung Osten nach Thüringen. Und vor über 25 Jahren war es eine Illusion, dass wir Thüringen leicht erreichen können. Und seit 24 Jahren ist es Realität. Es ist schön, dass sich hier viele Menschen getroffen haben, um gemeinsam für unser Land zu beten, zu danken für das, was vor 24 Jahren geschah, nämlich die Wiedervereinigung. Wir sind dankbar dafür, dass Gott gewirkt hat und uns zusammengeführt hat und wollen auch weiterhin an diesem Tag für unser Land beten. Und wir wünschen uns, dass Gottes Geist in die Herzen der Menschen weht, genauso stark wie der Wind hier auf dem Turm. Christiane Gehring ist Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der geistlichen Gemeindeerneuerung in Hahnmünden. Von hier aus werden Anfragen jeglicher Art erledigt. GGE-Geschäftsstelle, Christiane Gehring, guten Tag. Die Arbeit zwischen den Regionalgruppen wird von hier aus koordiniert, Veranstaltungen werden organisiert und alle Arbeiten, die mit dem GGE-Verlag zu tun haben, werden von hier aus erledigt. Ein weiterer Arbeitsbereich der geistlichen Gemeindeerneuerung befindet sich ein Stück weiter nördlich in Obernkirchen. Dort betreibt die GGE eine Tagungsstätte. Wir befinden uns hier in Obernkirchen, einem alten, wunderschönen Fachwerkstädtchen. Und mittendrin das Stift Obernkirchen, 850 Jahre Geschichte. Menschen sind ein- und ausgegangen in diesem Stift, haben hier Gottesdienste gefeiert. Und das war sicherlich einer der Gründe, warum Anfang der 90er Jahre die geistliche Gemeindeerneuerung gesagt hat, in diesem Haus wollen wir neu anknüpfen, wollen Menschen einen Ort bieten, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie Gott begegnen können, wo sie ins Kraftfeld des Heiligen Geistes eintreten. Darum ist es uns wichtig, dass in diesem Haus die Gelegenheit auch besteht, Seelsorge zu erfahren, sich fallen lassen zu dürfen,
und so neue Impulse zu bekommen. Sein dürfen, auch mit Brüchen, mit Verletzungen, mit Sehnsüchten, um dann aber möglichst gestärkt wieder hinauszugehen. Es ist immer wieder dieses dem Heiligen Geist Raum geben. Das ist unser Kernsatz. Das ist das, womit wir hier leben und womit wir Seminare durchführen, womit wir Menschen begegnen möchten. Die GGE ist eine Bewegung, die etwas bewirkt, die wirklich in die Kirche hineingewirkt hat, schon viele Jahre, die auch noch viel zu bewirken hat. Die GGE ist für mich wichtig, weil sie bewegend ist. Im Stift in Obernkirchen finden Menschen Ruhe und können sich auf das Wesentliche besinnen. Eine ganz andere Form geistlichen Lebens findet man auf der Zeltstadt in Thüringen. Im Moment sind über 1800 Teilnehmer auf dem Platz. Im Durchschnitt sind wir in den letzten Jahren um 10% gewachsen. Und ich finde, das ist absolut erstaunlich für den Osten Deutschlands. Ein Satz, den ich immer wieder höre, wenn die Teilnehmer hier ankommen, ist die Aussage, es ist hier wie nach Hause kommen. Und ich habe den Eindruck, dass sie damit sagen wollen, hier von diesem Ort, von dieser Woche geht Ermutigung aus. Und das verbindet uns mit der GGE, das gemeinsame Anliegen, die Gemeinden vor Ort zu stärken, geistliche Ermutigung in das Land hineinzubringen. Und auch ein Stück daran zu arbeiten, wie Gemeinde und Kirche der Zukunft aussehen kann. Und ich denke, hier auf der Zeltstadt, da sieht man so die ersten Ansätze und Anfänge davon. Für mich zeigt es sich darin, wie wir hier zusammen leben. Diese Gemeinschaft, die ganzheitlich ist, wo man Zeit hat zu reden über Alltagsprobleme, über Glaubensfragen und zusammen auch Freizeit verbringt. Manche Leute fahren nach Hause, ohne an einer einzigen Veranstaltung teilgenommen zu haben, und sind ganz glücklich und sagen, das war eine tolle Woche hier gewesen. Das geschieht durch das gemeinsame Leben auf dem Platz. Die 7 Tage Zeltstadt auf dem Land sind eine gute Abwechslung zum Stadtleben. Doch wie funktioniert Gemeindeerneuerung auf dem Land, wenn es keine Abwechslung ist, sondern zur Tagesordnung gehört? Pfarrer Helmut Kautz aus Brandenburg kennt sein Land und seine Leute. Wenn du Bisamratten im Freibad siehst, dann weißt du, du bist im Naturschutzgebiet. Mark Brandenburg. Hans, wie geht denn die Strophe mit den Wölfen? In Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Was soll das für eine Strophe sein? Na, von dem Brandenburg-Lied. Ja, mein Name ist Helmut Kautz und wir sind hier in Brück. Brück ist ein typisch brandenburgisches Städtchen. Man sieht noch die Spuren der DDR, aber es ist auch viel gemacht worden, viel aufgebaut worden. Und wer da kommt, der muss erstmal beweisen, dass er bleiben will. Und wenn er das macht und wenn er dann freundlich ist, dann reden sie auch mit ihm. Dass man wirklich mit den Menschen ist in den Extremfällen des Lebens. Beerdigung, bei der Taufe, also wenn Kinder geboren werden, aber auch bei der Hochzeit. Das ist wichtig, dass man da präsent zeigt, denn das ist oft die einzige Möglichkeit, dass man Leute auch erreicht. Und wer was tut für den Ort und für die Dinge, die da sind, der wird auch akzeptiert. Naja, der Pfarrer und auch die Kirchgemeinde bringen sich in das städtische Leben ein. Sie nehmen teil an Festivitäten wie dem Erntefest. Ich glaube, die Stadtgemeinde nimmt das Wirken der Kirchgemeinde mittlerweile sehr positiv auf und freut sich, dass sich die Kirche in das städtische Leben einfügt und auch mit einbringt. Unser
Erntedankfest mit dem Erntefest, das ist eine besondere Sache, dass dort wieder das sozusagen städtische Erntefest mit dem kirchlichen Erntedankfest zusammengekommen ist und das gemeinsam gemacht wird. Da wird also ein Erntedankgottesdienst gefeiert und dann gehen wir raus aus der Kirche und der Amtsdirektor und der Bürgermeister und der Pfarrer laufen vorne weg, hinter ihnen die Stadt im Umzug, die ganzen Vereine. Und es ist deutlich, wir sind zusammen für das Wohl der Stadt, für die Menschen hier da und wollen gemeinsam sehen, was wir gemeinsam tun können. Nur wenige Kilometer weiter nordöstlich befindet sich ein Ort, der von Brück in vielerlei Hinsicht nicht weiter entfernt sein könnte. Unsere Hauptstadt. Eine Millionenmetropole, Kultur und Subkultur an jeder Straßenecke. Eine Stadt, die schnelllebig ist und die Veränderung liebt. Wie funktioniert Gemeindeaufbau hier? Wir sind hier in der Apostel-Petrus-Gemeinde im Berliner Norden. Eine Gemeinde, die genauso alt ist wie das Märkische Viertel, in dem sie lebt. Unten im Tal, zwischen den Hochhäusern, ohne Glockenturm, ohne Geläut. Und seit über 40 Jahren, bald 50 Jahren, versuchen wir hier die Menschen zu erreichen. Damals Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre entstand hier ein Hochhausviertel, das größte damals der Bundesrepublik. Und es war auf einmal neue Heimat für fast 40.000 Menschen, die überwiegend ohne kirchliche Bindung oder religiöse Tradition hierher kamen. Das ist eine spannende Aufgabe seit Jahrzehnten. Wie gewinnt man Menschen mit dem Evangelium, die gewohnheitsmäßig nicht mehr in die Kirche gehen? Wir haben eigentlich ein neues Gemeindekonzept entwickelt. Unsere Gottesdienste sind wie vor 10 Jahren sehr gut frequentiert. Wir haben von Kleinkindern bis zu den Senioren sehr viele Leute, die uns besuchen. Und trotzdem haben wir festgestellt, sind wir Gemeinde in diesem besonderen Viertel. Und wir wollen den Menschen begegnen und wir haben uns neu aufgemacht und haben gesagt, die Menschen, die hier leben, haben oft gar keine Begegnung mehr mit Kirche. Da wird das Kind nicht zur Taufe gebracht und man versteht auch gar nichts mehr von Gott. Das wird traditionell einfach nicht überliefert. Und nicht nur bei den Ausländern, auch bei den Deutschen nicht mehr. Sodass wir gesagt haben, wir können nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen, sondern wir müssen uns aufmachen und zu den Menschen hingehen. Die geistliche Gemeindeerneuerung steht für eine Erneuerung unserer Kirche durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und Erneuerung der Kirche geschieht vor Ort. Gemeinden erleben diese Erneuerung und vor allem muss es der Einzelne erleben. Der Heilige Geist, er bringt uns in Verbindung mit Jesus Christus, mit Gott dem Vater. Er lässt Glauben überhaupt erst persönlich und erfahrbar werden und davon brauchen wir mehr denn je. Wir haben vieles von dem, was sich geistliche Gemeindeerneuerung auf die Fahnen geschrieben hat, hier vor Ort umsetzen können. Wir haben eine einfache Sprache gefunden, das Evangelium mit den Menschen und für sie noch einmal durchzubuchstabieren. Wir haben Glaubenskurse durchgeführt. Viele haben dadurch erstmals Kirche in einer sympathischen Weise kennengelernt und sich dann auch persönlich entschieden für den Glauben an Jesus Christus. Wir haben Hauskreise gegründet, Kleingruppen für alle Generationen. Und so findet Kirche statt, nicht nur am Sonntag in der Kirche, sondern auch in Privatwohnungen und Häusern unter der Woche. Und wir haben uns den Menschen zugewandt, gerade den Kindern, den Jugendlichen. Und dadurch ist die Gemeinde auch jung geblieben. Und man merkt es sonntags, dass wir tatsächlich ein großes Wohnzimmer darstellen für Menschen aller Generationen. Seit über 2000 Jahren löst dieses Wort mehr Emotionen aus als jedes andere. Menschen haben ihr Leben für Gott gegeben und andere in seinem Namen Leben genommen. Kein anderer weiß das besser als er. Keinen anderen berührt das mehr als ihn. Kein anderer berührt uns mehr als er. Die Kirche soll ein Raum sein, wo Menschen diesem Gott auf eine besondere Weise begegnen können. Doch die Reihen bleiben oft leer.
Unser Leben verändert sich. Es wird ehrlicher, aber auch zerbrechlicher. Fragen werden gestellt. Wovon leben wir? Wie wollen wir leben? Was trägt uns? Wie können wir Gott heute erfahren und eine lebendige Kirche erleben? Wo finden wir Gemeinschaft und Freundschaft? Es gibt Zeichen der Hoffnung. Es gibt Aufbrüche in unserem Land. Gemeinden gehen neue Wege. Menschen bekommen Kraft und erleben Gemeinschaft, Heilung, Vergebung und Liebe. Welchen Weg wählt Gott heute, um uns zu begegnen? Und welchen wählen wir?